eine offene und ehrliche Diskussion über die Möglichkeiten des Erreichens der Kunststoffziele und ob Pfand, ob Einweg, Mehrweg oder kein Pfand die richtige Wahl ist, ist zwingend notwendig und dieses Format ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Wir dürfen die Rechnung nicht ohne den Konsumenten machen. Für uns ist es essentiell, dass wir Lösungen erarbeiten, die für den Konsumenten einen tatsächlichen Nutzen bringen. Das heißt, im Mittelpunkt steht der Konsument, der auch am meisten betroffen sein wird. Die kommunale Abfallwirtschaft verfolgt die Diskussion um die Einführung des Einwegpfandes mit großer Spannung. Wir haben zwei große Themen. Zum einen die Fehlwürfe der Verpackung im Restmüll, 20% in etwa, und das Thema Littering, das die Gemeinden viel Geld kostet, das auch eine Lösung braucht. Jährlich werden in Österreich 1000 Tonnen Getränkeverpackungen achtlos weggeworfen. In unsere Seen, Flüsse, Eisenbahnwaggons, Landschaft. Dieses achtlose Wegwerfen zu vermeiden, dazu sind Anreize erforderlich. Die Ziele des Kreislaufwirtschaftspaketes und der SOP-Richtlinie wurden in der EU gemeinsam beschlossen. Wir brauchen nun Maßnahmen, damit Österreich diese Vorgaben sicher und EU-konform erreichen kann. Als Verpackungshersteller haben wir bei Greiner ein großes Interesse an einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Pfand kann hier eine wichtige Rolle spielen, wenn durchdacht und ausgereift. Denn nur wenn es eine funktionierende Kreislaufwirtschaft gibt, wird auch die Akzeptanz in der Öffentlichkeit für Kunststoffe wieder steigen. Ein Pfandsystem kann verschiedenste Herausforderungen lösen. Es ist die effizienteste Maßnahme, um Getränkemüll in der Natur zu vermeiden. Und es hilft, Einweg gegenüber Mehrweg gleichzustellen. Daher sagen wir Pfand drauf.